Genommen. Wenn wir mal anfangen mit singen, nehmen wir ein, das erste. Nummer 1. Du so. Oh.
Wir singen uns aus lebendigen Steinen, baut Christus seinen Tempel hier. Und dort war er noch einmal der lebende Steiner, nimmt er zum seinen Tempel bauen. Bloß dort ist nicht so ein Tempel, wo wir können nennen gehen und bauen, sondern das ist der geistliche Tempel, das ist das Christentum oder das ist die Kirche, die geistliche Kirche. Und dort in die Steiner wird er gebraucht, um die Kirche bauen. Dort sind wir als Christen. Und von der aus Uwes geht besonders am Bereich über eine Missionsschule. Ich weiß nicht, wofür das gleich noch am Mission wird gehen, aber anyways, die Organisation, wo Markus gewahrt ist, die heißt IGO, oder IGO wird das vielleicht genannt, aber das hat um uns mit zu tun mit IGO. Und wir wissen, dort wird Jesus ein von den wichtigsten Dingen, wie aus Jesus im Himmel fahren wird, dort wir würden gehen, dort wir würden rüt gehen und das Evangelium wieder drehen. Und Mr. Emma war da merkwürdig, du unterdenken, dort du zu morgen, dort waren wir als Christen nicht das Evangelium rüt bringen, dann das bloß keiner nicht. Sicher, dass der Herr Geist, der wird uns anputtern, und der wird uns tragen, Gott wird uns tragen. In welchem Held der Geist war wie auch angelot, aber das Evangelium rüttreuen, andere Menschen sagen, was sie tun sollen, dort der Gott der Menschen. Mr. Amavara sei merkwürdig, als Paulus sich bekehren hat, oder als Jesus Paulus zu abholen hat, und hat dann sehr neugierig wird, wer wird am da abhält, und wer mit am redet, und als Jesus dann sieht, ich sehe Jesus, was du verfolgen lässt, dann fragt Paulus, Herr, was willst du haben, was ich tun soll? Und dann sagt Jesus, geh in die Stadt nennen, und du erst wer der, was die sagen, was du tun sollst. So, Jesus würde so leicht haben können, bloß seltsam zu sein, wenn sie wären du all an Kontakt, oder sie wären du all an eine Nubarie sein, und Jesus würde so leicht haben können, am du alles sagen, was er soll tun. Aber nee, Jesus sagt, geh in die Stadt nennen, du erst wer, der wird die sein. Und Lord, wie ein von Jesus seine Jünger. Und aber Jesus hat nicht bloß Evangelisten auf dieser Erde, nicht bloß Missionaren, das sind noch ein Teil andere Menschen. Und wenn wir kicken dann an Epheser, das vierte Kapitel, du Vers 11, du sagst dort, dort ich habe zusammen zu Apostel gesagt, in Psalm habe ich gewählt zu Propheten, in Psalm zu Evangelisten, in Psalm zu Hoats, in Psalm zu Lehrers. So das auf der Farge an Epheser Feier, die habe du adelige Dinge, wo, ja, was Gott alles für Arbeiter brücken wird. Apostel, Propheten, Evangelisten, das sind die Missionaren, das sind die, wo du viel Raum reisen tun und das Wort Gottes predigen tun. Aber der Apostel, das sind vielleicht alle Söhne, wo du Gemeinden gründen tun, oder wo du, weil das sind sogar auch Evangelisten, wo die tun alle Raum reisen predigen. Ein Apostel, das sind die, wo du vielleicht alle sich am Kämmern, um das Wort Gottes zu predigen. Und dann sind da auch die Propheten. Und die Propheten dort sind da, wo das Wort Gottes besonders ausleihen tun. Vielleicht Schriftstellen, die schwanger zu verstehen sind, die haben die Gabe von Gott, einfach das ganze Wort Gottes ausleihen. Und dann die Evangelisten in die Hordes. In Horde, dort ist nichts, sondern was Raumreisen dort. Dort sind die Bleftüs. Und die kümmert sich um die, die zum Glauben gekommen sind. Es ist vielleicht ein Evangelistraum gereist oder ein Missionarraum gereist und dort haben Menschen sich bekehrt und dort jäfft in die Kirche. Dann brückt dort die Hordes, die dort tief blieben und sich um die kümmern, die sich bekehrt haben. Und dann auch die Lehrer. Und was mir besonders wertvoll ist, was hier wieder sein wird, Paulus wird hier wieder erklären, zu Wort diese Gaben alle gejäfft sind. Vers 12 sagt, diese Gaben sind gegeben, um dass die Heilige zugerichtet werden, reingemerkt worden zum Dein, zum Werk des Dienstes. Dass die Heilige reingemerkt worden zum Dein, in
dort der Leib Christi abgebüht wird worden. So, was immer wir dann von der auf eine Gau haben, als wir dann nu ein Evangelist sind, wo den Raub besonders fehlt, Raum zu reisen und das Wort Gottes zu predigen, aber als wir ein Hort sind, wo die Erhobung fehlt, da tief zu bleiben, kriegen wir und was wir für eine Arbeit am Reich Gottes haben. Wo tau wie die Arbeit tun sollen, dass Tom dort die Gemeinde gebüht kann werden. Nicht zu an sie ihr, sondern Tom, dort Jesus sein Wort abbeirrt, kann fernweich kommen. Ja, möchten jeder einer seine Gove morgen in der auch besonders ausfallen. Ich freue mich noch nur Abstunden zum Beten, wird passend ist. Herr Jesus, wir danken dir für all die Goven, die du ausgeteilt hast. Und ich bete, dass wir jeder einer von uns, dass wir morgen möchten, was von der Gove, die uns gegeben hast, und dass wir damit Maut nehmen würden. Und ich bete auch, mach das oben von der unter deine Ehe regen. Amen. Okay, dann übergebe der Titel noch Markus. Guten Abend, Ola. Ich freue mich, drei hier, mank jün zu sein, drei zu sein. Und ich will von der Suvis mitteilen, was ich erfahren habe, wo Gott an mir geschafft hat und wo Gott mit Dingen gewesen hat. Und ich verlange es nicht, zu wissen, was ich alle belebt habe, wo ich alle wenn ich weiß, mein Verlangen ist bloß dort mitzudern, was ich gelehrt habe und dort hier keinen Gedanken davon haben und ich hoffe, dass ich nicht bloß von der so sein, dort soll wieder haben, weil ich dort je davon Gedanken kriegen, was ich belebt habe. So, ich war ein bisschen so, okay, zuerst war ich reden von der Reise dort haben, in wo Thailand ist, in wo Igo ist, in wo Eifer Igo ist. Und dann wollte ich mir von den Klassen vertellen. Und dann wollte ich so ein Bild erwiesen von bloß dort Student Life, dort Leben, dort in der Schule, gerade verschiedene Dinge, die wir tun. Und dann wollte ich noch Bilder erwiesen von den Trips oder den verschiedenen Reisen, die ich gemerkt habe, über den Titel. Und so. So, das Bild, was ihr hier seht, das ist ab dem Bach von Guadalajara, nun Los Angeles, als ich dort reise. So, das ist das Land Thailandia. Ich glaube, wird ja zu sein, das ist nicht so klar aufgegrenzt, aber ja, du bist dort wut, und da, du bist zuerst erste Grenze. Komm, ich nur meine Pantera kriegen. Und dann, so, dort ist, wo das Land ist, du bist dort zuerst China. Du bist in Thailand, so in China ist.
Und dann, ich war den zwei Räumen der Welt drehen, wo ich fliehen dort. So, das wir. Ups. Okay, du bist Mexiko. Und dann, ich flieh in Guadalajara los. Ich war in Team auf Hustestrip wiesen, wo ich fahren dort. Fliehen dort. Okay, ich flieh in Guadalajara los und dann flieh ich in Los Angeles. Und dann von Los Angeles flieh ich dann nicht ganz so sehr im Norden, zum Hahn, zum Trejo. Zum Hahn dort ein bisschen wieder im Süden. Ich flieh hier so über im Norden von Kanada und dann hier so gut zum Süden von Groenlandia. Und dann hier über England, dann über Deutschland, über die Türkei. Hier ist das so. Und dann sage ich mir, hier ist das so in Katar. Das ist ein kleines Land, ein arabisches Land. Und dort in sich selbst will Fuß mit so ein erster Savor von einer anderen Kultur. Und du im Aeroport kannst du den, dass die Muslims, die haben fünfmal den Tag, wo die Menschen abrufen zum Gebet. Und du immer hast dich dann, wenn du gerade klappen machst, an der Bootstufe waschen sich zum Beten. Und das wird bloß so fram, dort, ja. Yeah. Anyway, so, und dann das wird auch du, wo ich mich mit den ersten Studenten taub traf, mit wenn ich dann taub wird, wie ich auch sein. Und das ging dann auch sehr schön, dort waren Menschen, wo einer weiß, dass wir in einem Sinne, dass wir nicht fremde Menschen. Ich meine, wir sind fremd, aber nicht, dass wir in was bekannt werden sein. So, dann von Katar fliegen wir dann noch einmal. Okay, das erste Vuelo wir. Oh ja. Das erste Vuelo wir 15,5 Stunden. Ich war hier mit meinem Touchbrücken, den ich hoffe nicht mehr. Und dann der nächste wir 7 Stunden. Okay, die erste Vuelo wir 15 Stunden. Ich weiß nicht mehr, was ich sehe. 15 Stunden, und dann die zweite Vuelo wir 7 Stunden. Nur Bangkok, Thailand, das ist die Hauptstadt von Thailand. Und dort fuhr ich dann für 2 Wochen in Quarantäne wieder. Und dann nur dem, wo ich dann in Quarantäne war, wir dann dort fuhr wir mit einer Van nach Chiang Mai. Hier so, wo dann hier so im Norden ist. Das ist dann die Stadt, wo ich dann gewöhnlich wieder. So. Das wir uns dann in Bangkok ankommen, du so im Hotel, wird uns das sehr jaffige Dinge behandelt. Die Menschen werden alle mit Löschen bewegelt und der Röschel tiet immer an der Jeng, so wenn du in deine Stube wirst, einmal hier ist eine Röschel, dass du im Gang los hast und bist eine Jeng zu werden. Und du musst wieder an verschiedenen Unia schreiben und wird uns gesagt, wo Quarantäne wird sein. Und während Quarantäne musst du wieder 3 Covid-Tests nehmen, wird eine sehr feine Unterbrechung wie von einmal in seine Stube sein. Aber der Test ging nicht so schön. Anyway. Das wird dort, wo ich mein Fenster sein können. Das wird eine Mad von der Stadt. So, dass du noch ein bisschen Zeit verdrief. Du wie ein Metro, wo du dich vorbeifuhr. Aber das wird immer bald in Ort. Und wo die Quarantäne viel leichter mag, dort wird die Hoden für uns Klassen geplant. So, 3 Fahrklassen, du wirst Fahrklassen den Tag. Wo der dann sitzt, über Google Meet, holt wieder einen Kloß, dann geben sie uns eine Schularbeit ab, was wir lesen sollen. Und dort der hält uns dann mehrere Stunden da drauf. Und wenn es nicht für dort gewesen wäre, dort wird viel, viel länger gewesen als nicht wir. Aber das ist dort Quarantäne, das wäre nicht das Dummste, was mir aber passiert wäre. Dort um ein, wenn ich drei dachte, das wäre nicht so, so schwer gewesen. Und dann, als ich dann nicht in Quarantäne wäre, dann ging es los, ob ich in Chiang Mai. Und dort ist das erste Mal, wo ich dann immer sage, okay, das ist ein Ring und so ein Land aus Mexiko, wegen krieg so viel Angst, was hier in der katholischen Kirche ist, war nicht noch fertig, wie dort so ein Bild von Buddha oder ein Tempel, und dort wird es ganz, ganz, ganz anders, als wo einer von Tüssi war, und wir in einer, ja, in der Krieg hast ich das Gefühl von einem fremden Land wir. Und so, ich wollte in den Klima reden von Thailand, bloß einfach, dort lohnt. Das ist ein interessantes Land. Also, ich nur eigentlich, dass wir nicht dort mit Thailand sehr interessiert. Ich will nur eigentlich.
in Eiger wie in Thailand, sei dann in Thailand. Aber ich habe dort lohnt, so läuft ihr wann, während ich du gewohnt hast. So, das ist noch eine Map von dort lohnt. So, du hängst so in Bangkok. Du bist dort so. Und dann dort du Chiang Mai. Das ist ganz im Norden. Du wohnst eigentlich so 2 Grad zu Stadt in Thailand von der ganzen Area Metropolitana haben wir über 1 Million Menschen. So, das Land Thailand hat 70 Millionen Menschen. Und ich habe hier stehen, in Reino de Thailandia, wenn dort erst, der hat einen König. Der hat nicht einen Präsident, der hat einen König. So, der Fort Yanung für Thailand wird the Kingdom of Thailand, el Reino de Thailandia. Und der Religion ist Buddhism. Buddhism gemixt mit Animismo. Ich will mir ein bisschen reden, was Animismo ist. Aber ja, das ist die Religion. Hier steht so, und das Bild an der linken Seite. Das sind 2 Mönch, also deutsche Wort. Das sind der Priester, bloß das sind nicht Priester, das sind der Monks. Und hier steht so, was hier passiert ist, dass die Menschen die kein Enteten bringen, und dann wollen die Monks einen Segen geben im Fetisch. Und dann hier besiegt jetzt dann in den Tempel, wo dann die Menschen gehen und sich für Buddha handknallen. Und so, das ist ein bisschen Information über die Religion von dort Land. Buddhism ist 88%. 88% von den Menschen sind Buddhists. Und dann 10% sind Islam oder Muslims. Wann wie ich hier sehe, die 10% die wohnen alle hier so ganz im Süden. Die wohnen nicht hier im Norden. Die Kultur von Thailand, ich sehe nicht hier im Süden, was, aber sie sagen, dass hier ein ganz andere Tour sind, als hier im Norden ist. Und du sind dort Muslims. Und dann in 2% sind Christen. In 2% von der ganzen Land. Und dort teilt dann Katholiken, Protestantes und Evangelikos. Dort teilt alles, was sich unter den christlichen Charme teilt. Dort sind 2%. Und dann interessanterweise ist, dort sind nicht mal die echten Thais. So ist Thailand hat auch, wir haben hier auch, wir haben die Mexikaner, die Mestizos nennen würden. Dann sind aber auch Indianer, die dann wieder in der Boy wohnen, die nicht dort moderne mexikanische Volk sind. Kriegst du also dort auch, du sind auch, die nennen nicht Indianer, aber du sind auch Natives. Und von dort sind auch nur viele Christen. Die sind sehr up für das Evangelium. Und dann aber von und dort deswegen, die hat eine andere Religion. Das sind nicht Buddhists, das sind Animists. Und die Animists im Ganzen sind viel offener für das Evangelium. Von der buddhistischen, normalen Thai-Bevölkerung, von da ist weniger als 1% Christ. So sehr, sehr wenig Christen. Und die Ursache für dort, eine Ursache ist, Buddhism ist eine Religion, die nicht toll ist für andere Religionen. So Buddhist sagt die Kurs, so zum Beispiel, wenn wir nur Mexico City fahren, da sind viele Leute in Mexico City kommen. In Chöin war ich erst auch reich, das sind alle reich, Tim New Mexico City kommt. Krieg so, Tim dort du nur dein Himmel kommst und Tim dort ein nur mein Himmel kommst, sind verschiedene Wege, aber das sind alle reich. So, wenn du irgendwas von dem Evangelium vertrauen, dann muss ich sagen, toll, das ist fein, du kannst Jesus folgen, ich bin ein Buddhist, das ist ein Unterschied. Und dort erst alle der ältere Gruppe Menschen, die Jüngere sind nicht so zufrieden mit Buddhism, das ist die, muss sagen, University Students. Aber die älteren Menschen, die sind sehr, sehr force in Buddhism. Okay, und das sind auch 2 Bilder. Hier sitzt so, das nennen sie ein Spirit House, ein Yesterhus. Und dort ist nicht was Buddhist. Das ist nicht Buddhist, dort sind sie da. Dort ist Animistik. Aber dort haben sie auch alle angenommen. Und was dort einfach ist, sie glauben, dass du sind alle wegen Jäst daran, jeder Lohnt haben Jäst, jeder Baum kann ein Jäst haben, jeder Stein kann ein Jäst haben. So, wenn ich in ein Haus bin, muss ich ein Haus gebühren, denn dort der Jäst, ich will nicht nennen, ob dort ein ferner Jäst ist oder ein Dame Jäst, entweder sie wollen haben, dass der ferner Jäst du bleibst, oder dass der Dame Jäst nicht da wird, dort sie haben sie in Lohnfuten genommen. Ich will nicht nennen, von besser das ist. Anyway. So, rein jeder Bild lohnt, was uns dort haben. Das setzt du alle wein. Das Bild, das muss ich mir von Google aufholen, ich habe nicht mal ein Bild von dir aufgenommen. Das sind du bist alle wein. Das warst du die kleinste Wand, aus die hier in Mexiko Kriza beziehen, war ich die Wand warst. Und dann dort an der anderen Seite, du sind Dragones. Das wird die Entrada zu einem Tempel. Und die Dragones, die würden sie du haben,
Okay, das hat mich nicht mal so studiert. Aber ich habe mit der Jäste zu tun, um die Weichgrün im Wasser. So, du sollst noch viel, viel Animism, Animism, ich bin nicht vor das spanische Wort das. Aber Animism hast du auch, das ist nicht bloß Buddhism. Okay, nun, der Klima du ist tropikal, sehr nord in der Dinkni, du sagst schon. Ich glaube, das war das sehr. Ich war nicht ganz so wusig. Das war ich nur eine... Nur Payao, ich war mir so ein bisschen mein Bild davon sein, das ist in Payao aufgenommen. Sehr, sehr schön war und sehr schmackig war in Gründe. Und dann die Agrikultur prinzipal, da wollte ich dort Hauptplanten oder Ackern tun, als Ries. Und dort wird ganz interessant zu sein. Die Riesstaaten werden immer ja, voll Wut da. Und wir haben dann sehr, sehr, sehr viel Ries hier. Und dort wir 80% von allem Multien haben wir Ries. Okay, so das ist Igo. Und Johann Panner sieht all das Wort, like Igo, Ag, Gu. Und aber die Buchstaben, die sind auch von einem anderen Wort genommen. Von drei Wieder genommen, Institute for Global Opportunities. Das ist bloß das ist eine Schule, Tim, dort, wo die Lehen hätten bei ihnen dort über die ganze Welt, sozusagen. Aber die waren dort ein Karte merkt, was dort meint, dann Ag Gu, und dort ist ihr Motto, Ag Gu. So, das ist eine Schule ran, das sind zwei Semesters das Jahr, das ist eigentlich ein ganzes Jahr jeweils. So, ich habe zwei Semesters, da ich gemerkt, dann jedes Semester hat drei Terms, das sind drei Tiden angedeutet. Dann jeder Term oder jeder eine von diesen drei Tiden, du sind drei Werk Schule und dann eine Tiendausche Reise. So im Ganzen habe ich habe sieben Reisen gemerkt, wann ich bloß während des Semesters sind, das saß, aber zwischen den beiden Semestern sind zwei Werk und da, wo du wollen können, dann noch auf eine Reise gehen. So, dort ist ein Vers, das du aufrannt und es sind noch andere Dinge, die ich auch tun. Das ist nicht bloß Klassen in dieser Reise, es sind noch ein paar andere Dinge, auch noch mank, wo wir noch ein Klima, wo ich noch mehr von reden will. Anyway, so das wäre die erste Gruppe, mit der ich der Top wäre. So, ich weiß nicht mehr, wie viele Informationen ich von der Ola sein, weil wir werden von noch viel verschiedenen Städten. Diesem Jahr wir von India, in diesem Jahr wir von Kanada. Und da jung wir von Mexiko. Und an der anderen Olle wir von States. So, und aber das wir in ein armischer Jung. Und das im Jahr in. Wo ist der andere? Da im Jahr, wo du hingest. Da wir in. Die leben in einer Hütatula-Kolonie. Das ist eine Kolonie, wo die rein alles taub haben. Und nur in von States, in Kanada sind wir noch Felsen da. Und dann ein Show von dieser Bühne von Pennsylvania, Ohio. So, okay. Und das ist die Gruppe, die das erste Semester du wir. Und dann für den zweiten Semester verleiht bloß ein Jung, das Jung, was hier ist in der Fiesta Rias, der verleiht für den ersten Semester, nur den ersten Semester. Und dann das ist dann die Gruppe, die den zweiten Semester du wir. Und von den hier Studenten wir zwei von Mexiko, das ist mir, und der Jung, was du in der Ecke ist. Die beiden sind in wohnen in Creel, Chihuahua. So, da könnt ihr dann Spanisch reden. Da werden ein paar andere, die noch ein bisschen Spanisch können. Aber diese beiden können sehr fern Spanisch. Und die anderen neue Studenten, die du handschämst, die werden alle von der Stadt. Okay. So, das ist die Gruppe Menschen, mit der ich die Taub wir. Und ich habe diese Läufe gewonnen. Das ging sehr, sehr schön mit der Taub. Und es ist doch möglich, dass eigentlich wird ein sein, mir fällt sich das sehr blind, wenn ich nicht sein kann. Schafft es sein? Okay. Gut. Okay, dann ein bisschen von Klassen. So, jeder Term, jeder Plasso hat vier verschiedene Klassen. Sie wollen einmal eine Bibelklasse haben, eine Missionsklasse, eine Klasse, wo die uns persönlich abbühen in verschiedene Wege. Ich wollte mir was mitmachen, von dann noch eine Theologieklasse. Und so von der Bibelklos zum Beispiel, okay, dort werden alles Bibelbücher, was wir da ging. Hebräer, Galater wie eine Klos wie Epheser, eine Klos wie 1. Korinther. Und dann von den Missionsklosen, du wie eine Klos, wo Kirchen planten, das denkt bloß einfach am Kirchen planten. So, und zwar du hier lehrt Kirchen zu planten. Und dort fällt sich interessant, wegen ich tau mich noch nicht
gerade die nicht direkt bin ich zwei Plantchen, aber das wird auch sehr, sehr, sehr interessant, du im Moment zu studieren, was dort alle ab sich hat. Und ich meine, die Wahrheit sei, dort hilft mir ein größere Ansicht über zum Beispiel, was mein Dad in Lavater getan hat. Und dann das nächste, wir eine andere Missionsklasse, wir History of Missions, dort denkt bloß an die Historie von Missionaren. Die Klasse denkt mir sehr schön, das wird sehr interessant, bloß zu studieren über verschiedene Missionaren in der Vergangenheit. Und wir hören davon in Buch, wo dann um das persönliche Leben an viele verschiedene Missionaren ging. Und dass wir unglaublich, wo anvollkommen viele Missionaren sind. Und ja, bloß ein Ding, wo mir das Stück in der Klasse. Dann noch eine Klasse, wir Local Church Evangelism. Dort ging es an, wo wir können tüß in unserer Kirche anfangen zu evangelisieren. Wo wir tüß in unserer Kirche können anfangen, das Evangelium rüberzubringen, nur ungläubige Menschen. Und dann, wenn das Ding am Desarrollo Personal eine Klasse tue, wir Christian Family, das Ding bloß einfach an die Familie, wo bloß wo Gott sein Plan ist mit der Familie und wo wir können, entweder befreit oder unbefreit, einen guten Eindruck sein in unserer Familie und in unserer Familie für eine zukünftige Familie. Und dann das andere wird Team Dynamics, bloß wo in einer Equipe ja top zu schaffen. Und dann der letzte Theologie, du hast zum Beispiel Wachstum in Christus, erkenne deinen Gott, dort wie eine sehr, sehr feine Klasse. Und dann noch Kingdom Theology, Königreich Theologie, ich will ein mal von der Klasse sein. So, ich habe hier drei Klassen, wo mir rüchtstücken. Und eine wie Königreich Theologie, und die andere wie Wachstum in Christus, und die dritte wie Hebräer und Galater. Königreich Theologie, Kingdom Theology, dort wie eine Ursache, wegen was ich der Klasse gleich, dass wir wegen, du wir, mir vorsicht so, du wir mehr nie Ding in der Klasse, Ding, was ich bis noch nicht gewusst habe und nicht ungedacht habe, als ein Mess von der anderen. Und an was dort denkt, dass wir bis, wenn wir nie das Christentum aus dem Königreich sein. Das, wir haben die aber Welt, haben wir Königreiche, wir haben die Städte, wir haben Mexiko, wir haben Russland, wir haben all die Königreiche. Und wir Christen, wir sind Port von einem Königreich, bloß ein ganz anderes Königreich von Physik selbst. Und dann, wo meint das dann? Wo wir sehr viel anlegen, wir dort wie nicht Part sind von der Regierung, dort wie nicht Part nehmen und Krieg und so wieder, wird viel von Sünd geredet. Und auch, wo wir dann können, wenn wir sagen, ich sehe nicht Part von der Regierung, ich will nicht wählen, ich will nicht im Krieg gehen, ich will nicht in der Politik teilnehmen, so dann sagen so Menschen, okay, dann bist du fühl. Du setzt bis drei und wirst nicht, hau um diese Welt einen besseren Platz mehr. Nee, wir Christen haben eine Arbeit und wir machen, wir sind selbst im Königreich, wir sind durch die Welt besser mehr an. Okay. So ist Gott hat uns die Hand gestellt und wir schaffen am anderen Weg aus der Welt die Königreich zu tun. So, die Klasse ging sehr viel durch an und eine andere Klasse wie Wachstum in Christus, dort denkt sehr viel um unsere Identität in Christus. Wer sie ich in Christus? Bloß, dort sind sehr einfache Frauen zu Frauen und über sehr, sehr deutlich. In den Hebräern Galater, dort denkt um den Glauben. Wegen Dingen in meinem persönlichen Leben, wie mir der Klasse sehr, sehr wichtig und sehr wertvoll, dort denkt um den Glauben. Was ist der Glauben? Wenn ich glaube, der Glaube ich dann, jeng dort, wo die Wissenschaft lernt hat, wenn ich Glauben habe, sehe ich dann einer, der bloß unevidenz hier bloß nicht glaubt, das glaube ich, und mir das nicht übt, wo die Wahrheit ist, ich glaube das, oder wo meint die Glauben? Und der Klasse, wie mir sehr, sehr wichtig. Und so ja, das, der Klasse, das wird ein sehr, sehr wichtiger Part von der Tour. Schularbeit, wir haben ja Fallklasse einen Tag, und dann für jeder Klasse wird uns ein Schiff für Schularbeit abgegeben. So, der hält uns sehr, sehr Druck, während der Zeit, wo dann Klassen wir in jeder Term. Und, aber wir haben noch viel Zeit für andere Dinge. Ja, wir haben alles abgenommen, dass wir viel Zeit. So, das ist auch, hier sind nicht so ein Bild, bloß von, wo aus Schüler, Ding, wo ich du bei der Schule dann getan habe. Das ist das ans Student Life Anfang. Wir lernen uns Tjan, der hier Pantalla. Und dort
mögt das interessant, dass wir uns das erste Mal treffen. Wir haben uns also viel gesehen, aber noch nicht. Okay, Sam habe ich im Airport gesehen, aber viele habe ich überhaupt noch nie gesehen in Leben, aber wir haben uns auch viel verteilt. Das ist so. Das ist, was wir uns anfangen können zu lernen. Und als wir da ankommen, den Tag, wo wir da ankommen, haben die Dienst verschiedene Aktivitäten, Tim Icebreakers. So, das sind dann bloß ein paar Bilder davon. Das wäre ein Sonntag, glaube ich, ist der Sonntag, wo ich dort wäre. Dann nehmen wir uns ab ein nur ein Tempel, ein buddhistisches Tempel, wo ab ein Boy wieder wie so über die Stadt checken können. So, das ist bloß ein Bild von du so, wo wir dann stehen und ab der Stadt ab. Und ja, interessante Erfahrung, Tempel besiegen. Das würde mich interessieren, an katholische Kirche denken. Oder dürfen wir das Gefühl, alles voll Bilder, alles voll Rituales. Und wir haben du auch zweimal die Werk, um so etwas spielt wie du Football. Und dort, wie hier ab dieser steht, und du Buben fliegen an die Jets ganz leicht her, was ich dir beim Jet Station sagen würde. Und ja, ich denke, sehr schön. Wir haben einmal um so etwas, letztes Bild, was eben da aufgenommen wird, das wir einen Sinn und was wir ein Spikeball-Tourneo haben. Und das denke ich schön. Und dort fand ich, was du sein, dort erst, wo wir die Missions rumfahren dein, dort wir krank die Schule hat. Und das Bild ist aufgenommen, als wir, losfuhren auf ein Ministry Trip. Wir wollen fuhren war ich nur ein Ding haben, wo wir dann für 8 Jahre wollen sein. Aber ja, deswegen war ich das Bild hier wiesen, wie bis dort, wie es wir uns zu rumfuhren, so eine, bis es der Taxi ist in Masalan, so eine Fahrt, die wir in der Saar fehlen. Und okay, das Bild hier, da wie Papier und geschrieben, und dort wie ein sehr, welche Port von mir du sind. Ich habe sehr für meine Firma gegeben, Tim, für Immigration, Papieren, Handstellen, dort die mir noch wieder ein Permiso geben, Tim, dort können du im Land bleiben. Die Ursache wegen, was das müssen wir, wegen Covid, können wir nicht alle drei Werke so im Land rüht. Wir müssen im Land bleiben, und aber teilhaft die Policy dort. Des Touristas kann nicht länger dort der im Land sein. So, ich musst du sein aus einem Volontario, ich könnte nicht aus einem Tourista sein. Und wenn du aus einem Volontario wirst, wird für uns eine Organisation schaffen dort, dann muss ich, ja, wir sagen sehr viel Papierarbeit. Aber, ich kann nicht mein Bild, aber ja, ein Mann, wo du wirst, die kann man sich ringen und dann dort, die kommen dann das alles lang ab und nie ungeschrieben dort, nie ungeschrieben dort, nie ungeschrieben Jan, und die dort eben alle für uns. Ja, die dort sehr viel für uns. Und das ist bloß noch ein Bild über die Stadt von einem Boy, wo wir einen Tag auf die Stadt abchecken. Und ja, es ist noch viel mehr Dinge, was wir als Studenten haben. Okay, das ist ein Sinn und hat, wie du die Rebüsentreich schneiden, wie ein Contest, so ein wer das Schmackste könnte euch so merken in Rebüs. Und das wie was mein Team dann gemerkt hat, wie ein Chap. So, das denke ich sehr schön. Und das wir am Tag von der Schule. Du gingst da am Tag abzugehen. Und du selber dann manchmal buchen, die warst bloß. Und das wir einen Ofen, wo wir den Nightlunch buchen haben. Und das wir bei Weihnachten, am Gruß für Weihnachten. Und das wir Banquet auch bei Weihnachten haben. Das dann war der Grupp, wo das erste Semester du wir. Und dann hatten wir einen Tag, wo wir dann ein formales Unkas haben. Und dann ein Programm nur dem. Von was dann ganz um eng von den ersten Semester wir, um eng vom zweiten Semester hat wird noch ein Tür von der Hacke nicht im Bild. Das wären die Bad Deans, wo du wären Donovan und Melissa. So kann man sich mass alles, kann man sich um dort wie, ja, dort alles im Raum bleibt, dort Tiden angehalten werden, wenn du erst dort viel zu plun, so dann dort in. Ja, sie wären ein bisschen die Lehrer von der Schüler. Sie wären nicht selbst Studenten. Ich meine, sie können Port sein von der, sie können irgendwas studieren, aber sie wären nicht selbst Studenten. Sie wären, okay, heute wie du auch was, sie wären aber nicht. Der letzte Bild, was ich offen habe, ab einem Tag, wo wir Solitude haben, so dass wir auch ein bisschen Ding von du, dass wir, jeder Term haben wir einen Tag, wo wir bloß für uns selbst, denn so, ja, wir sollen für uns selbst sein, wir sollen nicht mit wem top sein. Dann geben sie uns erst eine Abgabe ab, über erst was, was wir Journaling sollen. Das ging dann entweder am, erstes Semester ging dort an unsere Vergangenheit, bloß unsere Lebensgeschichte abschreiben, bloß
Dinge durcharbeiten. Und im zweiten Semester ging es dann um, wo habe ich das, was ich erlebt habe in der Vergangenheit, und dort, zu wem ich dort gemerkt habe, wo kann ich dort in der Zukunft für Gott in Rick Pro. So, und das wird nun ein bisschen auf an unserem Tag, wie du ein bisschen in der Stadt von Chiang Mai. Und dann, den nächsten Tag, würden wir dann aus einer Gruppe, die haben Gruppen gemerkt, wo die ganze Zeit über dieselbe Gruppen bleiben. Wir würden jeder Werk und Mädwerk, wie wir zu kommen, gebeten haben. Und dann, den Tag, nur dem, wo wir dann Solitude haben, wo wir dann für uns allein werden, den Tag, nur dem, wo wir dann zu Ruth fahren, Messi letztes Mal, da wir mit Motos fahren aus Wuhan, und dann, wo wir dann mitteln, wo wir dann den Feiertag abgeschrieben haben, würden wir uns dort in unter mitteln. Und das ging, das wäre noch sehr, sehr schöne Zeit. Und das ist die Gruppe, die wir dann haben. Das wäre der Lehrer, das wäre ein Mentor, das wäre auch der, der alle Papierarbeit für uns tut. Und dann wären meine Kompanieros, das ist noch ein Bild, das wäre ein Coffeeshop und ein Jet. Ganz interessant. Okay, dann, was essen die in Thailand? Nicht bloß uns das. Actually, ich habe das bloß immer gegeben. Ich habe ein paar Mal Kongress gegeben, aber das wird bloß immer, was der Ansatz ist, dass die Serven da irgendwie wären. Aber in der Stadt war es, wo wir auf Ries starten, bloß rumgerannt werden, Kongress kriegen, wegen der dann der Ries verfreien. Und dann kippen sie die für uns. Und dann können wir die essen. Schmeckt nur fesch. Und dann, das ist ein anderer Multi. Das wir bei ein Tinger haben, wo wir über Weihnachten werden, haben wir ein großes Fast, muss sein, Weihnachtsmärch. Und wie wollte du dann holen? Und diese Parks, oh ja, und dann, das Park ist jetzt aus, wie wollte die Parks befehlt werden. Wo dort sehr viel, wie bloß aus Fleisch, dort wird Comida Callejera, also das wird die Apagos essen wirst. Bloß aus Fleisch, dann meistens diese Ries. Dort wird Ries, wo da Topbackerin dort, und die hat einfach ein Sabor, aber die denkt, sehr schön zu essen. Ich weiß nicht, ob das sein mag. Die fällt sich so makelig in Müll, und mit aus Fleisch top, das schmeckt geschätzt schön. Und das wäre so eine gewöhnliche Multi, dann lupen wird. Du bist in der Schule, ort wie 50 Jahre weg, ort wie Thai essen. Und dann eben wegen eng, habe ich dann Städtchen essen. Und dort wird es immer in Klappen Ries, mit uns Fleisch, in Machen mit Grains, in Frucht. Und ja, der Ries, der schmeckt, glaube ich, ernst sehr, sehr schön. Das wäre mein ganz besser Essen, du. Das heißt wundervoll Schweinsfleisch, glaube ich, so mag ich das auch. Waterfall Pork oder Mo Namtok. Und dort schmeckt sehr schön. Wir haben Zeppelin und Tomates und Chile und Zitronen, wie du magst. In Thai ist das auch noch streng. Das ist auch noch viel strenger, wie du magst. Das schmeckt sehr schön. Das wäre eine Suppe, Tom Yum, eine Fischsuppe, wie du Pini hier hat. Die haben lange nicht immer so viel verschiedene Mank. Manchmal wird es plus Pollo. Aber die hat immer Pilz hier und dann noch das Fleisch. Das wäre eine Zitronensuppe. Und dann noch eine andere Suppe. Diese Suppe schmeckt mir nicht so, bitte, weil ich schön. Aber du bist schon für die Studenten, wird etwas sehr was Besonderes. Wenn diese Suppe läuft, wird es sehr schön. Das wäre eine Coconut-Milk-Suppe mit Nudeln und Hundsfleisch und dann verschiedene Sachen, die wir schaffen können. Schmeckt ganz schön, aber mir wird es nicht so besonders. Okay, dann geht es nun in der Reisen. Ich meine, okay, wenn ich eine Frau habe, dort plus Friesen in Monk Rom. Luther, wo ich vielleicht mal Frauen haben. Okay, so das ist der erste Stelle, wo wir handeln, der erste Reise. So einmal nur die drei Werke geschlossen, dann habe ich eine tiendeutsche Reise, dann war die drei Werke geschlossen, dann war eine tiendeutsche Reise und es ist dort irgendwie wieder. So das wäre die ganz erste Reise. Da wir in Payao, dort wir in Bible Seminary, so ist eine Bibel College, wo die dann für 5 Jahre die Bibel studieren. Oder 5 Jahre studieren und ein Jahr wie ein Internship, wo die dann muss erst wo handeln und für ein Jahr schaffen und die Schule ernommen, was ist. Und das wäre eine sehr, sehr besondere Reise für mich. Wahrscheinlich wenn das der erste wäre. Erste Mal, wo ich mich ganz in der Thai-Culture nennen durfte, sozusagen. Und ja, das klingt sehr, sehr schön. Dort tun wir mehr, dort wir die Lehrer von den Studenten durch die Schule. Haben sehr viele interessante Ideen und die gleichen Bilder aufzunehmen. Das wie du, wann wir essen dürfen. Okay, und ein Ding, was diese Reise auch anders schmückt als die andere Ola, wie wir ein Rennola auf dieser Reise, die ganze Schule. Die gewöhnlich, die dort in kleineren Gruppen verschärken, bloß wegen Covid, werden sie sehr wenig stehen, wo
Menschen wollen han han, so dann der wird das rein oder taub für wie nur diese Schule. Und okay, das ist das Bild, was ich erst einmal weiß von einem Tempel. Und was mit okay, das Tempel den fängt wie einmal aus wie wieder in der Schule, der ganzen drei Gruppen mehr an, dann ging wie bis in den Stadtraum zum Beten. Und dann sah wie du okay, lass das ein Tempel wie ein Tün mit einem großen Arko, etwa ein Put, und so wie ein Tempel, so dann würden wir mal mit hingehen. Und dann, als wir dann denken, kommen wir mit so einem Hängerhof von dem ganzen Tempelhof ab. Und du wirst eine Statue. Ich wüsste dann nicht, wo das wir und das Leute sehr, sehr schrecklich aus. Sehr, sehr ekelige Statue, während du in, ja, und ich wüsste nicht, wo das wir. Luther erklärt, ein Monat dort, da ist das, was dort wären, wo die Buddhisten glauben, wo die Halle ist. So, Buddhisten glauben, dass die was Schwere geboren waren, nur dem, wo die gestorben bist. Und so, in dein Leben, was musst du proben, dass damit, was du das mit Godet auszulegen. Und wenn du dort aber nicht ganz hast könnt, wenn du nicht genug Godet getan hast, dann nur dem, wo du stirbst, kommst du in die Halle nehmen. Und du musst dich dann für so und so lange leiden, was sich dort Dame war ich gelegt habe, und dann war ich frisch geboren, und dann kriegst du noch eine Chance. Und das erste ist dort in Ziklo, wenn du erst ein sehr, sehr, sehr feiner Mensch geworden bist, like, wenn du aus dem Buddhist, wenn du erst der Himmel für die Buddhists erst nicht zu begreifen, aber sie seien erst Port geworden von dem Universum. So du hast, ja, mir merkt das nicht sein, aber dann warst du, investiert dich hier ab zu existieren. Und dort ist dein Himmel. Und es ist natürlich eine Religion, wo sehr, sehr viel Angst ist. Und an dem ganz letzten Tag, wo wir dann wieder die Schule wieder hatten, da wir auch den Eng vom Semester für die Schule, so dann hatten sie einen Tag, wo sie viel Games spielen wollten, das wie Football. Und ich denke, was besonders schmeckt, wie dass sie, haben die Wiederschule, haben sie drei Teams, like, wo sie Wiederschule, da müssen wir in die drei Teams dann sie spielen. Und dann, als wir die Hand kommen, haben sie uns auch alle an ein Team gestellt, sondern geben sie uns Players, damit wir uns Team posten wollen. Und dort, wir müssen, ja, mit das schön gehen. Und das ist das Bild von meinem Team dann. Und sei lebende Menschen, sei abgebrochen. Und ja, das ist noch ein Bild. Und dann, um eng von den Tag, dann haben sie einen großen Onkel auch. Und dann, zu ganz zu laut, dann dürfen sie noch, mögen sie sich in Kronsraum an, sie müssen ein Match tun, sie mögen in Kronsraum an, und dann dürfen sie für uns beten. Und das wäre sehr besonders, und haben die Menschen da läuft gewonnen, und ja. Und ein interessantes Ding von dort ist, dass wir haben hier gewöhnlich, wenn wir in Gruppe gebeten haben, dann wird eine Person beten, in unserer Stahl. Und dort sind wir bloß alle zugleich beten, ob Lüdes. Und dann wird ihr Stahler wort, was ich mir schon vor dich habe, dann wird eine Person bloß noch aufschließen. So, dort wird das Video dann sehr viel gebet haben. Und ob ich das alle gleich das Video tun, weiß nicht, es ist not distracting, wenn du besiegt einem auch euch verbeten hat, und einer kommt verstummt, was ich sage, in einer Weise als beten, aber das wir ja, ich gleich den war ich auch. Das ist die zweite Reise, wo ich mir auch nur John Bree, ich will nicht viel sagen, aber die Reise, wie nur eine Familie, wo ein Traum, wo Schocken zu planten, und haben du sehr, sehr schöne Titel gehabt. Wir du bloß einen Tag, wo wir ein Englisch-Camp hatten heute. Wir haben bloß kleine Dinge und dann dort wie verschiedene Aktivitäten mit der Taube. Und jetzt, ja, wieder Dinge in Papier mehr an und spielten Games und so wieder. Dort wird John Bree und dann Konken, das wie eine Quark, wo in der Stadt, wir wohnen in der Grasse University von Thailand, wir. Das sind alle drei Reis. Und das ist ja wieder in der Eid-Form. Das ist ungefähr alles so wie ab der Reise deuten. Da werden wir eine kürzere Reise wieder in der Eid-Form. Und ja, so das wieder gerüttelt, was ich tue wir. Und ja, das sind meine Bilder von das Video dann schuften. Das wie bei der Universität. Sehr, sehr große, immer deutlich diesen Studenten. Und dort, wo diese Zeug erdrungen wir, die wollen die Studenten erreden. Wegen der jüngere Menschheit in Thailand ist viel offen für das Evangelium. So, sie wollen du dann, den war ich wieder verankern, als dann wollen sie ein English Center haben. Wo das meint ist, dort steht, wo die Kurs Englisch lernen. Über die ganze Welt, alle Menschen, die wollen Englisch lernen.
So, dort sind so leichte Wege, die Menschen, die in Kontakt kommen mit Menschen. So, dann wollen sie ein English Center haben, und dann für die University Students, die wollen dann hinkommen in Englisch studieren, und das dort können sie dann mit den Beziehungen mehr an Relationships mehr an, und dann wollen sie in an das Evangelium mit da. Und dann vorbei noch eine Stadt, wo wir können Schlangen holen, die wie eine Boa, die holen dort noch Kobras. Wenn wir wieder noch, wenn wieder noch helden, aber die holen dort Müllern zugetebt. Das wir der vierte steht, das wir in Tingerheim, wir werden hier über Weihnachten. Und die Tinger sind sehr nicht blöd, die kommen Fuß an. Und was ist in Tingerheim, die sind alle hungrig, nur Attention, die wollen, dort mal ein abgewachsener Mensch sich an mir entjammert, wegen sind nicht so viel Arbeiter. So, die legen das bloß sehr, wenn du viele Studenten wirst, zu mit ihnen spielen. Und das wir dann den Weihnachtstag Smorgens. Ich habe sie alle in ihre Pyjamas, sie nur eine Stube und wird ihnen das Frühstück gegeben und dann kriegen sie durch Fuß am Geschenke. Das sind meine Bilder. Die werden die Ewa ganz über ein. Dankeschön. Das wir Mekajan, das wir eine sehr besondere Stadt für mich wegen, oder ja, wir ist interessant, dass wir ein Tinger haben von Maskrak 500 Tinger. So, du wir ein gewaltig sehr viel Tinger. Und wo wir da irgendwie auch Englisch teachen. Wenn das so viel Tinger wären, müssen wir dort in Gruppen stellen. So, wir würden dann in Gruppen da, das ist Klasse 1, wird bloß ein Tag. So, Klasse 1 können dann bloß ein Tag nur in die Schule kommen. Dann Klasse 2 können den nächsten Tag, Klasse 3 den nächsten Tag. Und dann für jeder Klasse, so ist das wie dann eine Klasse, also wenn sie 50 Tinger, dann kostet sie nicht in eine Klasse an. So, dann werden sie dann in 5 Gruppen da und dann haben wir 5 verschiedene Stationen. Dann bei jeder Station, da wird dann verschiedene unterrichten und dann drehen die dann bloß dort, wie die Station ist durch. Und ich wieder ein Part von der Station, wird Cooking heute. Okay, das ist ein Bild davon. So, du könntest dann einen kleinen Snack mehr an in den Abäden und das Ding bloß da so erscheinen. Und dort wir sehr stressvoll, dort wir sehr, sehr drückt. Jetzt wie, okay, der nächste wir auch ungefähr so drückt, aber bis eine von Smorgens, Tidig Smorgens, bei Lutz Uwe ist wie ein Druck. Und interessanterweise, wir in ganz in der Mat von allem, die deren wir gerade losrüten, so wir keine Privacidad. Und dort wir bloß, ja, ein interessantes. Du sind eigentlich sehr müde von, ich war sehr müde. Und wo ich von dem Bild sein wollte, früh, dort wir unsere Lehrer schon tun, sie ist von Mexiko. So, dort wir sehr interessant. Sie ist unbefriedigt. Sie hat bloß hier immer den Raub gefällt, dort sie soll, wenn ich wollte, eine Weise, wie auf einer Stelle was, wo sie entscheiden will, entweder sich, oder es wird gerade die Zeit im sich erleben, hier ist jetzt schön zu mir an, oder in eine Missionarin wollen. So, sie, durch ein Erlebnis, wie sie dann hier haben sich entschlossen. Und nun dort sie dann English Camps, dort sie dann Englisch teachen in Thailand, dort wie ihre Mission. Sie dort Englisch unterrichten und dann du dort kommst dann in Kontakt mit Personen. Und ja, das ist ein Bild von du am Hof, dort wir alle voll Tinger. Und an diesem Bild aus wie eine Hüstchen. Der Reis, der muss aber immer sehr hastig aufgemerkt, wegen wie wir in Kontakt mit einer Person, die was von Covid hat. Und das ich sehe, Thailand ist eine Kultur, die sehr Angst hat. Die Menschen, die haben sehr, sehr Angst vor Covid, besonders nach dieser Zeit. Und so, wie wir es eins zu Uwes, und man wird wie ein, dass wir in Kontakt gewesen mit wem, der Covid hat, so, dass man den zu Uwes dann noch weiter drei. Und wie wir mal eine halbe Stunde auf von Chiang Mai, so, wir packen den zu Uwes ab, und dann holen wir du vor. Dort wie schwer, dort denkt mir nicht schön, dass wir das so aufmerken müssen, aber. Ja, so das ist dann den Abend, wo wir dann treten in der Schule. Das ist ein Bild davon. Das Umkoi, das wird der nächste Ministry Trip, auch Englisch teachen, das wird in Kindergarten. Heute wird drei, aber 5 Jahre Kinder. Und das hat wirklich überlebt. Das Ding ist auch schön, aber das wird viel Arbeit. Und am Anfang, was wir da haben, dann erstens wird der Plan, dass wir dann um zu Uwes, oder um jeden Abend, wo wir dann immer mit einer Choik, einer Jugend von einer Choik, das ist dort so. Wir werden mit der Taub. So viele meine ich. Okay. Wir werden mit der Taub, die auch Englisch teachen für eine Stunde. Und dann kommt auch Covid an. So, dort ging dann nicht. So, dann wird dann das ist Eva Zoom. Wo, ja, dort wird ganz nett. Und dann muss ich so anstrengend, dort nur Ort kriegen.
Und aber das wird eine sehr gute Erfahrung. Und das ist dann die ganz letzte Reise. Und von dieser Seite möchte ich mal sagen, wegen für diese Reise können wir im Land rüht. So, aber dann müssen wir hier bloß in Thailand bleiben. Das ist das IGO-Programm, das Ranze, das ist für Feuer von der Reise, sonst die im Land rüht. Bloß wegen Covid ging das nicht. Irgendwie würden, das wird die gut haben, bloß dann müssen wir zum Dreh einmal Quarantining, wenn wir in Thailand ankommen. Und aber nicht für das ging das. So, dann können auch nur Jordanien. Dort ist ein Land, wo hier ist jetzt auf der Map gewesen. So, das hier ist aber bei Thailand. Und dann Jordanien, das hier ist das so ganz besiegt Israel. So, das ist das Land Jordanien. Okay, ist eine jüdische Strip. Das ist die Hauptstadt von Jordanien. Und das ist dann die Stadt, wo wir dann wären, in Irbid. Und zum Duhan kommen. So, du fliegst wieder von Bangkok nach Dubai und dann von Dubai nach Amman. Das ist so, du fliegst wieder nach Jordanien. Und dort ist ein Muslimland. So, das ist ein Ring unserer Kultur aus Thailand. So, das ist ein bisschen ganz andere Welt aus Thailand. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich noch die Gelegenheit habe. Und so, das ist der Job, mit dem ich mitkönne. Und andere haben dich natürlich, für die, die dort interessiert wollen. Und so, du wie in drei Familien, wo du so zu wohnen, und kriegst es in Thailand, du auch, sie reden Englisch teachen, dem mit Menschen in Kontakt kommen. Und manch Muslims ist das besonders so, wenn du was erst vor Anfang, manch und du musst Beziehungen haben. Das, für dich ist das so wichtig, Freunde zu haben. Und du besiegst deine Freunde so viel, ein paar Monate weg, und hast du sehr, sehr, sehr viel Kontakt mit dir. Und so, wie ein Tag, wo wir mit einem Prediger, wo dann von du sozusagen ein Prediger wir wo wir mit dem mit, wo heute fährt ein dass wir bloß verschiedene Menschen besiegen. Und das ist interessant. Dann, wo wir klagt zwei Uhr mittag, wo wir nun ein Lied, und besachen die du. Und die kommen in die Gaststube an, und du wirst nicht geschafft, oder so, die haben sie zum Spazieren. So, das ist so wichtig, aus dir, Beziehungen nehmen, so sie nehmen die Erstwanne ab. In Thailand ist eine sehr stahle Kultur, die Menschen sind sehr stahl, sehr freundlich und sanft und naht. In Jordanien wird das ging, also wenn du am Mercado wirst, dort ging du sehr lüd. In Thailand, das ist die Muslims, das ist eine Kultur, die von den Mondsmenschen geregiert wird. So, aber Gast, du wirst viel Mondsmenschen sein, wo du Raumstunden spazieren. Wenn du in der Früh sagst, die wir einmal am Weichelswo haben, die wir niemals du aber Gast kriegst, sein mit ihrer Freundtaub. Die wir niemals büten. Und ja, das ist ein Bild von einem Mercado, ein Fruchtmercado, die haben eine sehr feine Frucht. Und das ist ein Bild von einer Maske. Du sollst so, wenn du eben am Weichgun wirst, messen don't, wo drückt die Weich wie bloß, die Hand ausstrahlen, und dann kannst du immer gehen. Die Vater hat alle für die Stahl. Vielleicht ein Schatz Blusen, aber das passiert eine weh. So, das ist das Bild. Das ist ein großer Part von was wir deuten. Bloß mit Menschen taub sein. Für das Bild ist eine interessante Geschichte. So wie uns Kontakt, wo uns dann die Plun gemerkt hat, wo wir deuten sollen, die schickt uns einen Tag nur in eine Stadt, wo ganz dicht bei der syrischen Grenze ist. Tim, du darfst die Stadt gehen und beten. Und ich sage für dort, wir wegen dort eine Stadt, wo keine Christen haben, sie wollen nicht von einem Christ an, wo du hast. Und er sieht uns dort, er hofft, dass uns wird alles, wo haben die Kirche von Tankas. Und okay, eine ganz fremde Stadt, wo haben die Kirche von Tankas, okay. So, wir wohnen dann in der Stadt und checken in den ganz Bad, wir können in Syrien nachchecken. Und dann, als wir zurückkommen in die Stadt gehen, haben wir dann rupt, this young man der ein Sturit. I speak English fluently. I kann geschmert Englisch. Und wie ging du dann in hei Crowd uns in sein Stück hinein, Tim mir am vertalen, und hei können nicht fan Englisch. Dort war ich kurz an. Oba, dort wie eine sehr feine Erfahrung. Und hei krieg uns nur sein Hüs. Wieso nur ankommt im Onkel sehen? Und okay, in Asians, in der Muslim Culture, du machst die auflehnen. Tim häufig sind. Das waren die vier Angst von Umbeuten, was ich wirklich meine. Das waren die beim Stuhl, was ich habe. Und man sagt, na, ich brauche es nicht betonen. Und man sagt,
Dann, wenn ich dann sage, okay, gut, ich brauche nicht betonen. Also, wenn das war, ich das Futterstuhl habe. Wegen dem von der NW sein. Und dann muss sein, jo, ich will das betonen, und dann wollen sie das auch nehmen. Wenn sie das nicht wollen, wollen sie annehmen. Wenn sie wirklich nicht wollen, haben, dass du betonen sollst, dann wollen sie sagen, also, nee, du brauchst das nicht betonen. Und dann wird es okay, gut, ich brauche actually nicht. So, kriegst du auch, wenn sie die klären, machen, hey, komm, du möchtest uns zu essen. Wir sagen, no, actually, gut, okay, dann wird sie zufrieden sein. So, dann wird es der Hand nicht irgendwie meint. Aber das junge Mann, der wird sehr, sehr bedränglich, okay. Und dann soll er wenigstens zum Teu kommen. So, dann wird er dann irgendwie nur sein Haus. Und das dann in sein Haus aufgenommen. Und dann, als wir durch Teu getrunken haben, dann haben wir dann abstunden zum Verloten. Und, aber nee. Wie sollen du irgendwas immer an Taub? Okay, so das wollen wir dann deuten. Im Mess wurde gestern noch ein Bild von dem Multi, wo wir hatten. Sehr, sehr interessante Erfahrung. In interessanter Weise, man Muslims das nicht tabu von Religion reden. Tabu meint, dass das nicht ungenommen wird. Das ist sehr schuld, aber man uns Religion ist nicht in dem Fall, dass uns glauben, ob wir Christen sind, von Jesus, von Gott. Wir reden nicht im alltäglichen Leben von dort. Wir don't, das ist einfach die Wahrheit. Aber dort, einfach die erste Frage, die Frage ist, bist du ein Muslim? Nein, ich sehe nicht. Wo bist du dann? Okay, ich sehe, ich folge Jesus. Und so ein Bruder würde uns vertellen, was sei aus Muslims tun. Und so, er ist ihre Religion sehr wichtig, sie sind stolz darauf. Und dort, mich beschämt, wegen, ich will lange nicht so Bruder mit meiner Religion, mit meinem Glauben. Und, aber ja. Das wie ein anderer Abend, okay, das Mann, der wieder mit uns taub, der wohnt in Jordanien und der uns durch Ramladen, der hat einen Plan für uns. Und ein Abend hat zwei von seinen Studenten, die er dann im Englisch Center kennengelernt hat, haben gekriegt, das Mann wie ein Christ, das Mann wie ein Muslim. Und das ist sehr interessant, und ihr Hörlung hat wir durch. Das wie in Amman, der Hauptstadt, den letzten Nacht bleiben wir durch und dann Lutz Uwes. Wie wir du auf einem Park und dann werden du diese drei Jungs, du bist noch mal Jungs, weil diese drei kommen am Bild ab, die vertellen mit uns und interessant. 13 Jahre Jungs, 11 Jahre Jungs, dann wird es wichtig. Bist du ein Muslim? Nein, wir sind nicht. Na, wo bist du dann? Okay, ich sehe in Folge von Jesus. Wenn wir Christ sein, dann tun sie uns mit der städtische oder der wahrsliche liberale Christentum, dann sie uns taupassen. So, uns wird wichtig, dass wir nicht mehr sein, bloß ich sehe ein Christ, sondern ich folge Jesus nur. Und eine andere Frage war auch sehr wichtig, wie ist, bist du für Palästina oder bist du für Israel? Und ja, wir sind sehr, sehr wichtig, für was wie wir. Und ich probe dann eine Antwort zu geben, was er dann zufriedenstellen wird. Und ja. Und dann in Jordanien, das ist die ganze von Israel, so wie wir sagen, nach Tel Jemea, das ist ein Bild davon, du an der anderen Kante ist Israel. Ja. So, wenn du in Tel Jemea dann geht, dann geht nicht Unja. Das wir am Kreis, eine Ruine, das sind die Golanhöhen, Pancho, was sind sie nun? Der hat die Predigt dort letzten doch. Anyway, der redet von den Golanhöhen in Israel, wo ein sehr bekämpftes Land ist, das sind die, das können wir sehen. Dort ist das See von Galiläa, das wir Jerash, eine Stadt von der Decapolis, das ist du, wo den Besetner war, die Dämonen getrieben. Du sagst, dass hier jemand drei verbreitet wird in der Decapolis, dass wir ein Tierensteher und dass wir ein von den Tieren. Dass wir in der Hauptstadt Amman, dass wir mein Team, wir sind bloß alle drei Jungs, und das ist die Stadt, wo sie glauben, wo David Urias Leute umbringen. Das ist der Motiv, wo wir dann bei diesem jungen Mann, wo uns kriegt, und das ist wo wir da sind. Bei Globa, heute dort, und wenn du kommst, dort heute Koppa, ich wollte nicht erklären, wo alles ist, wenn wir sind, Old und Tiet. Oh ja, wird aber Flur haben gesagt, und dann alle Leute selbst geschieht, wird wie eh. Das wir Mansef, das wir Kassenfleisch, in Kassenschubsfleisch, in Kassenjoghurt, Ersten Sauce gekackt, dann abriesen abgedun. Das schmeckt interessant, aber das Ding fängt eh. Das wir auch gesund, das wir bloß mit Hundsfleisch, nicht mit Kassenfleisch. Und der reicht aber echt, dort eh, als mit der Hund. So, dass du dann den Sauce, du eben dort not in Suppe, backrig wird, und dann das Bolt ist mir angenommen im Müll dann. Oder ich das alles schief, nicht die Nähe schief. Das wir in selber konnten essen, das wir nur Ramadan, so dann über Tag fasten, dann, wenn die Sonne nicht untergeht, dann können sie essen. Und das wir so, was während der Ramadan immer viel geben wird, wir uns das Coconut-Brennerchen, was da sein wird. Kaffee, als manche Araber auch sagen, was wichtig. Und das dann nur am Weg 3. So, nur der Reis von Jordan,
Dann wir noch einmal 3 Tage oder 4 Tage in Thailand. Und wir haben davor, ich packe einen Taub. Und dann vielleicht wir dann nicht Ola, sondern bleiben wir noch ein paar weg. Und aber ja, auch vielleicht dann. Und ja, das wir war schwer verloren, wegen einer hat sich gesagt, mit den Menschen taub gewandt. Und das hat uns auch schön gegangen. Aber ich wie auch reut, ein neuer Part von meinem Leben anzufangen. So, ich habe hier dann noch ein paar Gedanken, was ich mit gleich mache, dann über die Zeit, die ich gehört habe. So, wegen Wort, der reicht nur eigentlich ganz am Anfang. Das Fahrrad, du hast ein Wort, wie meine Idee, wegen Wort, will ich nur eigentlich. Das wird ich will die Tork in andere Parts von der Welt sein. Ich will sein, wo du mit Troubles umgehen, wo dreht die Tork in andere Parts von der Welt. Und ich habe das gesehen, was ist es? Ich sage nicht direkt das Ganze, direkt nicht zufrieden stellt sie. Aber ich habe Tork in Thailand gesehen, ich habe Tork in Jordanien gesehen. Und ja, das sind Kinder Gottes, das sind Menschen, kriegst du es wie in einer Korn, enge Gemeinschaft mit der Hand. Meist kriegst du gar nicht, wenn einer nicht mehr sprechen kann. Ja, das ist so die Verbindung, wo du hast zwischen Kinder Gottes. Aber das ist lange nicht alles, was bei Igo passiert ist. Oder, also, du wir ein viel mehr Ding, was mir auch sehr wichtig geworden. Und ein Ding, was ich nicht so, ja, wo ich nicht und doch, was ich dachte, wie bloß einfach, wo interessant das ist, in verschiedenen Kulturen zu leben. Bloß mal mit einer ganz fremden Kultur mitzuleben. Das merkt im Sinne irgendwie, zu denken, was wie auf einmal so klar haben, das ist so. Und jene Menschen haben das krieg und das krieg so stark zu holen. So war es dann nicht reich. Nicht eins. Das ist anders, aber das ist nicht arreich. So, ja, das ist sehr interessant. Ein anderes Ding, von du kriegst bei der Schule, ist, dass wir ein guter Segen von Menschen am Jeff zu sein, die einem Rüt fordern deuten. Die fordern einem Rüt, sind ganz Basse zu geben und die sprüchen ein Motto. Und die werden wahrlich, um seine Schwachheiten zu sein und die sprüchen ein Motto zu wissen. Dort ist sehr viel wichtig, was du. Und ich will mir die Sache nur bang und über mein Verlangen ist hier tschüss, dort selbst hier zu sein für ihn. Und nach einem Ding, das habe ich überhaupt nicht expect, really. Dort wir, wo sehr persönlich dort du wird gehen, wo viel Ding ich in mein Leben durch arbeiten würde, du. Und wenn die nicht richtig sind, ich sie sehr wahrlich, wenn die mir nur freuen, ihnen krank zu sein, something, wo mir du sehr wichtig geworden sind, eben mir selbst, meine Beziehung mit Gott und so weiter. Und ich will hier nicht Details sein, aber ich sie selber recht davon zu reden. Aber ganz gerade, und das lacht mich ein bisschen, das ist mir mit funnig, wenn ich daran denke, dass mir das nicht im Kopf wie so, als ich dort handelt, aber das ist eine Missionsschule. So, obviously, wollte du sehr am Grund an das Evangelium nur Menschengruppen bringen, wo du noch nicht haben. So, sie würden sehr viel Informationen an sie geben über die Christen von der schon Tag. So, das wie ein Ding, was sehr wichtig wird, wie das wissen. Ein Drittel von den Menschen in der Welt sind Christen, aber dort sind die, wo die nun Christen haben. Dort taten dann Katholiken, Protestanten, Evangelikos, dort sind alles, dann ungefähr ein Drittel von der Menschheit, wo die Christen sind. Wo die Christen ist viel kleiner Prozent. Aber das ein Drittel, dort ist dann, wo sie Christen sind. Das nächste Drittel, dort sind so eine, die wohnen erst wo eine Kirche ist, die wohnen erst wo andere Christen sind, so die sind erreicht. Die haben Christen mank ernt, die haben Zeugen von Gott, die haben den mank ernt, so sie kennen, sie haben Totretter Evangelium. Aber das nächste Drittel, so das nächste 30% von der checkt ich auf Joshua Project in der Pagina nun, und du siehst, das sind etwa 40%, so ich weiß nicht. Aber ja, dort sind 100% von den Menschen, die nicht Totret haben, das Evangelium. So, die waren niemals von Jesus hier, die waren niemals von der Kreuz hier, wenn nicht Christen sich anstrengend mehr an in Ernt besiegen, in die Hand vor in Ernt bringen. So, wo da wieder mal? Das ist ein Drittel, das sind 2 Billionen Menschen, über 2 Billionen Menschen, die noch nie nicht, das, was Jesus hier haben. Wo du wieder mit. Dort wird mir du im Haus sich sehr wichtig. Oder? Ja, ich habe nicht erwartet, so stark in mir eingeprägt zu haben. Und das wieder ein Falsch, wo wie du sehr viel auch gehört haben in letzten Sonntag, so wie ich bei Memo Boy, der hat auch
in Bereich über Venezuela und so, und das falsch du auch. Nur das, okay, ich kann hier in Spanisch. Aber das ist eine Wert, alle Gewalt im Himmel und auf die Erde ist mir gegeben. Das ist, was Jesus sagt. Du bist gut und merkt jünger von allen Menschen in Tofte. Und dann hast du ein Port von falsch, ich lüge mir irgendwie zu lang. Und dann in Lied, dort zu holen, wo ich ihn von dir geliebt habe. Und weit, dass ich mit ihnen sehe, was um eng von der Welt. In ein Gedanken, was über das falsch, oder was Dwayne Webber, der ein Lehrer, über das falsch hört, wir, so ist, wenn wir Jesus seine Lehren lesen, dann lesen wir vielleicht die Lehre von, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Oh ja, dort jaut für uns alle, dort nehme ich für mich an. Und dann lesen wir das falsch, das sind bloß Wasser, wo du geraubt sind, die, wo nicht gläubig sind, das Evangelium zu geben. Und wo ich habe dort klar haben, das hier sieht nicht vielleicht, dass ich dort jäng sei, wo die Hompana sieht, nee. Aber es ist like, wir sind alle schuldig, Zeugen zu sein. Wir sind alle schuldig, dort Rüte strömen, dort Rüte dachen, dort zu verteilen, was Jesus getan hat. Und wir sind schuldig, die Menschen dort zu sein, wo dort nicht wollten. Wie sind. Und das ist nicht, ja, das ist nicht, dass ich mir sagen kann, oder das ist Jana, aber ich sie nicht, du Mann geteilt, wegen, das sind bloß Wasser, wo das wiederbringen sollen. Nee, Jesus sagt, das sind die Jünger, das sind alle Jünger. Wir sind schuldig, das Evangelium rüberzubringen. Dort wir so ein sehr starker Punkt ist, so in der Schule. Und ja, mein Verlangen ist, mein Gebet ist, dort ich wo das nicht für jeden, dort ich nicht wo aufluten, dort ich wo mich nicht schämen mit Gott, dort ich nicht wo stahl sein, wenn ich die Gelegenheit habe, erst wem das Evangelium zu geben. Das ist so weit aus meinem Bereich aus, und dort hofft hin, aber ich nehme, weil ich noch Frauen und man erst wem habe. Und da wäre interessant, ist das ein Junge, was du wir. Ich kriege aber den Tipp, wie du vertraut mit der Junge ist. Ich kriege den Mensch von einem, da wird der wie von Mexiko, der Junge wie von Mexiko. Ich kriege den Mensch von hier, ein Junge hier. So, der hat auf seinem WhatsApp-Profil eine Flagge von Israel. Und so, er sagt, dann sind die Notifikationen nur, dann wird die Flagge durch, und dann sagt ein von der Junge dort, oh, was, dann rede ich sehr ab, und dann wird nur Garbage gewesen, und man fällt in die Hold. Israel durchhauen. Und die wollen nicht violent ausworen, glaube ich nicht, wir sind ja immer Touristas, aber nee, Israel. So ist Jordanien hat, die Regierung hat einen Vertrag mit Israel. Sie haben Frieden, aber die Menschheit im Allgemeinen in Jordanien ist gegen Israel. Und die Israel dafür ist, wegen ein sehr großer Prozent von den Menschen in Jordanien sind Flüchtlinge, die man muss Palästina verlassen, wegen das Land Israel geformt wird. Ja, also das ich sehe, mein Verlangen ist, hier möchte ich mal zu schaffen. Ich will das Mat tun, ich will nicht Bahn holen, wo ich dort geliebt habe. Und ja, ich kann Frauen kommen, das ich will up sein. Das ist dort nicht vollkommen gewartet, sage ich nicht. Und aber ja, ich will up sein, und ich will Mat schaffen, und ich will Jünger in der Stadt sein, um dort Evangelium zu verbreiten in den Menschen, Gott verherrlichen. Gut, wenn ich noch eine Frau habe, dann ist das alles von meiner Seite. Ja, machen wir dort besonders.
behalten, was er in der Meister lässt sehen. Wenn wir vielleicht nicht alles so eine Sache, was du bieten bräut, ranreisen, um das Evangelium rüberzubringen, danach ist jeder einer schuldig, wo immer wir sind, Jesus bekannt zu machen. Dass erstens uns ganz verwandelt oder zu sein, was gut wie Christus nur folgen, aber nicht bis dort, auch dort, wie mit wem davon reden. Man wird nicht alle ranreisende Menschen sind, aber wir sind alle schuldig, Jesus zu predigen, Jesus rüberzubringen. Gut, dann wollen wir noch einmal abstunden zum Beten. Herr Jesus, wir danken dir ganz besonders für deine Geduld, die du mit uns Menschen hast. Das sind ja über 2000 Jahre, wo du hier beirrt wirst und wo du dann über dem im Himmel fuhrst. Und jetzt, du wirst wahrer kommen und noch bist du nicht gekommen. Und ich bete, dass wir hier wollen unsere Verantwortung tun, sodass, wenn du auf einmal wahrer kommen wirst, dass wir dann ganz frei sind und dass wir das wollen klar haben, dass wir haben dort getan, was wir sollen. Ihr müsst uns alle besonders halten, die zu folgen und die zu deinen und die zu ehren. Amen. Dann ist die Versammlung entlocken.